die habe ich eben dahingestellt. Ein paar Blumen. Wir stehen ja hier an einer Schwelle vom Leben zum Tod, aber dass es ineinander ein Übergang ist. Und dass wir das begleiten und auch ganz mit viel Freude und ganz viel Demut und Würde aber auch das begleiten können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das Mutter-Teresa-Hospiz in Heilbad-Heiligenstadt begleitet Menschen mit einer unheilbaren Krankheit. Hospize wie diese helfen, den letzten Abschnitt des Lebens zu gehen. Bettina Hühnermund und ihre Kollegen möchten den Tagen, die die Gäste noch haben, mehr Leben geben. Klar sind Schmerzen, sind Ängste, das ist alles klar, aber auch auf die Angehörigen so wirken und sagen, hier gefällt es ihrem Angehörigen, dass wir ihnen das Gefühl vermitteln, ja, die sind hier gut untergebracht und es wird hier auch gelacht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mitten in Heilbad-Heiligenstadt steht das Caritas-Hospiz und das sollen die Gäste spüren. Sie gehören zum Leben in der Stadt dazu. Und auch ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Ein eigener Koch bereitet die Lieblingsgerichte zu und wenn es geht, dürfen die Gäste auch mitkochen. Letzte Wünsche sollen hier in Erfüllung gehen. Wir hatten diese Woche einen Einzug von einem Pfarrer und da haben wir gerade mit den Angehörigen gesprochen. Der wird der Wünschewagen höchstwahrscheinlich auch recht zeitnah zum Einsatz kommen und er möchte nochmal an seine alte Wirkungsstätte. Das ist ein Wallfahrtsort, dort hat der Pfarrer bis vor 4 Wochen gewohnt. Und werden versuchen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. In einem Gedenkbuch wird auch über den Tod hinaus an jeden einzelnen Gast gedacht. Der Raum der Stille ist ein Ort für Gebete, Gespräche und für Besinnung. Eine Möglichkeit, das Erlebte zu verarbeiten und in den schwersten Stunden des Lebens Hoffnung zu spüren. Und für uns war irgendwie klar, dass im Eingangsbereich eine willkommene Mutter Teresa stehen muss mit geöffneten Armen, ja. Du bist hier willkommen, tritt ein in dieses Haus. Denn wie ein Spruch von Mutter Teresa sagt, morgen ist noch nicht gekommen, gestern ist vorbei. Wir leben heute.